Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mechabellum. Der Gegner ist Star Wars Fan, wie es mir scheint. Und wir starten direkt rein. Die letzten zwei Runden habe ich verloren. Nicht so gut gelaufen, aber wir schauen mal. Vielleicht kann ich die Niederlagen heute rächen. Okay, erstmal kurz gucken. Ich glaube, ich nehme den hier. Parsia. Habe ich noch gar keine Erfahrung mit. Aber Sniper und Sledgehammer sind eigentlich ganz gut. Und ich hole mir noch ein paar Crawler dazu. 1, 2. Und die Formation hier finde ich eigentlich ganz gut. Ich mach das mal so. Er hat Sledgehammer, Crawler und Sniper. Okay. Und seine Fähigkeit, er kriegt einen Rhino in Runde 4. Rank 2 Rhino. Ich krieg in Runde 3 einen Farseer. Scheint auch irgendwie ein Artillerie-Ding zu sein oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir mal, wer jetzt besser abschneidet. Good luck, have fun, sagt er. Darauf antworten wir doch dementsprechend. Ich glaube, er gewinnt die Runde. Und er hat mehr Kleinkram. Und ja, da bringt mir der eine Sniper mehr halt nicht so viel. Bei ihm werden die Schüsse immer noch abgelenkt. Und jetzt zerstört er mein Ding. Okay, das heißt, ich brauche irgendwas gegen seinen Kleinkram. Wahrscheinlich hilft da schon. Ja, das bekommen wir erst in Runde 3. Okay. Arclight würde vielleicht gehen. Redeployment. Da könnte ich jede Runde was umplatzieren. Das Elite-Zeug bringt mir alles nichts. Hier, hole ich mir. Ja, toll, er kann den schon upgraden. Arclight vielleicht. Oh, Mustangs. Nee, die sterben gegen die Sledgehammer sofort. So, die beiden will ich. Und das hier schalte ich frei. So. Genau, den setze ich um. Ich glaube, ich mache hier eine Attacke voll auf rechts. So. Und hol mir noch hier eine Rakete. Dann sind die Sledgehammer direkt weg. Eine Sorge weniger. Hätte ich vielleicht hier machen sollen, ne? Weil die kriegen jetzt auf den Sack. Und dann bringt uns hier vielleicht der Sieg gar nicht so viel. Auf der anderen Seite. Schauen wir mal. Er hat jetzt auf jeden Fall einen Sniper mehr als ich. Ja, das läuft hier ziemlich synchron ab, aber bei uns ein bisschen schneller und ein bisschen mehr Zeug. Und die sind jetzt schon mal gelähmt. Aber es könnte vom Timing her genau blöd sein, weil unsere schießen nicht, unsere machen keinen Schaden. Und jetzt sind gleich unsere gelähmt, wenn sie kämpfen. Ja, genau. Ja, das wird ein knappes Ding.
Ich merke es schon. Okay. Die Runde haben wir schon mal, aber insgesamt wird es nicht einfach. Was hat er als zweites? Er hat die Tarantel. Der Wespenschwarm wird ihn ziemlich nerven, glaube ich. Mache ich den hier hinten? Der lenkt halt die Sniper voll ab. Nee, ich mache den bei mir hinten. So. Dann der Farseer. Mache ich einen hier. Was hat er für eine Reichweite? 125. Tactical Support. Ah, okay, auch ein Raketenwerfer-Ding. Wespen wären natürlich sehr nervig für ihn. Hol ich doch ein paar Wespen. Und noch so ein. So. Ach, ich habe jetzt schon Wespen da hinten. Durch die Spawn-Dinger. Naja, egal. Mach ich hier so. Ich kann sie ja jederzeit umplatzieren, falls es doch nicht passt. Schauen wir mal. Er hat den Scharfschützen aufgelevelt und hier die Crawler. Und er hat eine Tarantel Level 3. Die hat 75 Meter Reichweite. Was macht die jetzt? Okay, den Kleinkram macht sie gut weg. Aber die Sniper sind wahrscheinlich... Ja, und es ist halt wieder nur gegen Boden, ne? Die Sniper machen die gut weg. Ja, wobei, die hält gut was aus, ja. Fast 50.000 Leben. Okay. Die Runde ist aber deutlich besser gelaufen jetzt. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wird er meine kontern. Ich habe jetzt deutlich weniger Wespen, das wird man merken. Über einen Skorpion habe ich eben schon nachgedacht. Er hat jetzt einen Rhino. Ich könnte mir zwei Stufe 2 Rhinos auch holen. Bringt das irgendwas? Keine Ahnung. Ich kann sie auch immer umsetzen. Ich lasse einfach einen hier spawnen. So. Und den anderen hier. Nee. Beide hier. Ach, das war Bullshit wahrscheinlich. Ich verkaufe den anderen. Nächste Runde. Ich mache hier erstmal den Überraschungsangriff. So. Dann will ich... Hol ich einen Overlord? Komm, ich hole einen Overlord. Auf der anderen Seite hier, der kann die Tarantel wegmachen. So. Und mehr Crawler. Hier hinten, falls er da irgendwas bringt. Und ich baller hier wieder die Sledgehammer weg. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Oh, er hat einen Scorpion geholt und er ist auch nur gegen Bodeneinheiten. Das heißt, der Overlord... Ja, aber der Sniper macht den Overlord weg. Zu exposed, zu wenig Kleinkram. Die Rhinos sterben direkt. Aber sein Ding ist platt, okay. Das macht uns natürlich hier wieder einen Vorteil. Aber er wird das hier gleich weghauen mit den beiden. Ah, wobei, der Scorpion ist fast down. Ah, die Sniper machen ihn weg. Wird ein knapperes Ding auf jeden Fall. Aber ich glaube, das gewinnen wir. Ja, okay. Jetzt volle Attacke mit Overlords und Mutterschiff. Mehr Reichweite mit den Sledgehammern.
Wäre vielleicht ganz gut, ne? Aber riskiere ich auch, dass die dann zerbrechlicher werden? Das elektromagnetische Ding wäre vielleicht ganz gut, ne? Dann kann ich hier nämlich das Anti-Luft ausschalten. So. Dann kann ich mir hier Field Recovery holen. Das heißt, ich kann jede Runde hier einen verkaufen. Den anderen kann ich woanders hinsetzen. Ja, das wird lustig. So. Hätte ich für den hier auch nutzen können. Naja. Nicht so dramatisch. Ich hole ein paar Crawler. Und noch ein Overlord. Und die Wespen brauchen ein Schild. Ah, Mutterschiff habe ich vergessen. Kann ich mir jetzt auch nicht mehr leisten. Mist. Was mache ich denn jetzt? Ich upgrade alle und hier die Sledgehammer. Oh, das war keine gute Runde. Das wird keine gute Runde. Okay, er verliert Anti-Luft. Hier sind zwei Stück. Die machen aber jetzt halt gar nichts. Ach, ich weiß nicht. Das war, glaube ich, keine gute Aktion. Ich habe mich ein bisschen verzettelt. Jetzt schießen die Sniper trotzdem auf die Overlords, aber nicht schnell genug. Wer kommt zuerst an? Ja. Aber in dem Fall ist es gar nicht so gut. Weil die erstmal nur laufen. Ja, das sieht ganz gut aus. Aber auch wieder nur knapp. Also immer kurz vorm Kippen. Oh, das war sehr knapp. Mal gucken, ob wir Chewie handeln können. Ob wir gewinnen und er uns danach den Arm bricht. Melting Point. Macht die Dinger wahrscheinlich weg wie nix, ne? Komm. Mach mal, mach mal. Hol ich mir auch direkt noch einen. So. Ich will noch einen Overlord. Dann brauche ich mehr Geld. Und Mutterschiff. Dass die jetzt auch noch Dinger spawnen. Besten, natürlich. Will ich noch irgendwas für die nächste Runde? Ich will hier ein Upgrade. Ich will hier ein Upgrade. 150 haben wir noch. Ich will den hier ein bisschen weiter hinten haben. Hier so. Ein Schild und ein Sniper upgraden. Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. Typhoon. Oh, auch interessant. Boah, der macht die Wespen natürlich weg wie nichts, ne? Aber hält halt auch selbst nicht so viel aus. Wir bräuchten wahrscheinlich mehr Sniper. Ja, nee, die Runde. Die Runde verlieren wir. Denke ich mal. Na, wobei. Der Seite hier ist jetzt natürlich wieder alles hinüber. Fast. Ja, nee. Also ich denke, wir gewinnen, aber könnte auch in die Hose gehen, wenn es blöd läuft. Und ich glaube, es läuft ziemlich blöd. Ja, wobei, nee. Überlebt er das noch? Nee.
Ja, okay. Wieder einen Sieg reingeholt nach zwei Niederlagen. Bin ich mal gespannt, wie es das nächste Mal läuft. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.